So. F5. Wir haben Verfassung. Ja, Entschlossenheit, okay. Hey. Quell? Hallo, Redrick. Ich hab's mir überlegt. Okay. Dorenz, erst einmal grässliche Segnung. Und du mach schon mal ordentlich Schaden. Okay, Eda ist in die Enge gedrängt. Du hilf mal Eda gegen die Erzmagier. Oh. Hey Jungs. Und du. Legst am besten mal bei Eda Hände auf. Wow. Okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Redrick sollten wir ignorieren. Etter. Berat, Leibwächter, Bogenschütze. Du bist dem Tode nah, du bist verletzt. Du hast keine von den Zaubern mehr, also. Beraph Paladin Leibwächter. Günstling Berats. Du solltest auch mal weg. So, ihr könnt den da. Du markierst den mal. Okay. Berat Paladin, Redrick, das ist alles, was noch steht. Okay. Das klappt ja diesmal wirklich wie geschmiert. Sage ich, okay, dir gleich wahrscheinlich Edda. So. Fürst eines Ödlands. Gut. Zeug. Zeug. Hatte Redrick was? Gerechtigkeit? Mo, klingt nicht schlecht. Und jede Menge anderes Geschmeide. So. Palegina. Guter Zweihänder, Gerechtigkeit. 17 bis 24 Hieb. Zerschlagungspeitsche. Schmetterschaden. Ah ja. Cool. Dieses Schwert wurde einst von einem Paladin auf einem längst vergessenen Kreuzzug als Henkersklinge verwendet. Über die Jahre richtete der Paladin unzählige Ungläubige hin, doch mit der Zeit wandelte sich sein brennender Eifer in Furcht über das endlose Böse, das er in seinem Heimatland heranwachsen sah. Da er die kurzsichtige und wirkungslose Herangehensweise seiner Vorgesetzten leid war, schwor der Paladin, die Fäulnis aus den Herzen seines Volkes zu entfernen, indem er jeden hinrichtete, der sich mit den Heiden abgab. Als er in einem kleinen Dorf einen Ungläubigen fand, der sich dort versteckt hatte, tötete der Paladin mit seinem Schwert jeden einzelnen Dorfbewohner. In jener Nacht erwachte der Paladin, weil ihm sein eigenes Schwert durch die Brust getrieben wurde. Seine eigenen Männer hatten ihn verraten, weil sie die Schuld ihrer Militärherrschaft an seinen Gräueltaten hier trugen. Mittäterschaft. Dieses große Schwert scheint mit Rost überzogen zu sein, doch bei näherer Betrachtung stehen die braunen Flecken auf der Klinge sich als getrocknetes Blut heraus. Von seiner Größe abgesehen scheint das Schwert nicht bemerkenswert zu sein. Die einzige Verzierung unter der schwarzen Lederwicklung
unter der Fehlschärfe verborgen, wo ein Bild von Wodicha eingraviert ist. Kratzer auf der Verzierung lassen darauf schließen, dass jemand einst ungeschickt versuchte, sie zu entfernen. Oh, warum nicht? Oh, Zwischensequenz. Wir hörten, dass du gegen die Burg vorgerückt warst und trotzdem sind wir zu spät gekommen. Einen Moment früher, dann wäre ich bei seinem letzten Atemzug dabei gewesen, aber egal. Es ist getan, der Tyrann ist nicht mehr und unserem Dorf steht eine bessere Zukunft offen. Golta steht tief in deiner Schuld. Auch ich schulde dir viel. Du hast geschafft, was ich nicht konnte. Nimm dir, was du willst aus Redricks Schatzkammer. Diese Beute hast du dir mehr als nur verdient. Golta zieht lächelnd zu ihm Thronsaal. Es gibt viel zu tun. Natürlich müssen wir umgehend den Graf benachrichtigen und ihm um die Aufhebung der grausamen Gesetze bitten, die Redrick eingeführt hat. Glaube aber nicht, dass wir deine Unterstützung jemals vergessen werden. Du hast eine große Veränderung bewirkt. Sei stolz darauf. Jedermann wird sich an diesen Augenblick erinnern. Komm, Männer, räumt die Leichen aus dem Saal. Mit diesen Worten schreitet Kolz zum Thron. Jo. Hat uns nur ein paar Erfahrungspunkte gebracht, nicht so viele. So viel zum Leichen rausräumen. Vergib mir, Freude, es gibt noch viel zu tun. Dennoch werden wir nicht vergessen, was du für uns getan hast. Okay. Wo ist denn bitte Redricks Schatzkammer? Die Frau liegt immer noch hier. Naja, gut. Rollenspiel ist eben Rollenspiel. Man kann nicht immer an alles denken. So, was ist hier? Hier sind noch zwei Schatullen. Oh. Der ist nice. Die muss ich knacken. Pirschers Wendelring. Pirscher-Bonus. Modifiziert Verbindung des Pirscherjägers. Okay. Und ein Archat. Cool. Und das ist für dich. So. Pirscher-Bonus. Modifiziert Verbindung des Pirschjägers. Ja. Ja. Das ist der Pirschjäger. Können wir dazu in der Enzyklopädie? Gottheiten, Kampfmechaniken? Nein. Wissen? Witzewas? Bestiarium, Ausrüstung, Wirkungen und Verletzungen kann ich auch nichts sehen. So. Und da geht's nach unten in den Gully. Das ist nämlich der Gang, den die Nekromantin mir geben wollte. Ja, das ist jetzt nicht ganz so blind, weil ich habe ja Redricks Festung noch mal einmal offscreen gemacht mit einem anderen Char, den ich aber gelöscht habe wegen den Bugs. Ja, das bringt gar nichts. Gut, das heißt, wir können die Festung verlassen. Edda ist ein bisschen kaputt. Oh, wir könnten mit dem Priester oben noch reden und könnten uns bei dem ausruhen. Dann sparen wir uns den Umweg nach Goldtal. So, habt ihr mittlerweile aufgeräumt? Ja, habt ihr. Kolsk. Ja. Das heißt, wir sind jetzt
Überwältigend gut in Goldtal. Yay. Zeit im Gefecht. Insgesamt besiegte Feinde. Mächtigster Feind. Eda, Adran und Sagani, Durins Lehrer. Mhm. Längste Zeit in der Gruppe. Ah ja. Die meisten besiegten Feinde. Hat Hagrim besiegt? Ja, okay. Hagrim hat den meisten Schaden auf ein Einzelziel. Kritische Treffer, meiste Treffer. Alof, natürlich, der trifft ja immer. Am häufigsten bewusstlos, Eder und Durenz. Und natürlich höchster erlittener Schaden. Mhm. Tja. Wie Kolsk wohl an den Wachen draußen vorbeigekommen ist. Werden wir auch wohl nie erfahren. Ich wäre erstmal in diese Richtung. Ey, wir haben deinen König abgesetzt. Kolsk hat seinen Sieg. Hat man schon irgendwas von Chiaku gehört? Ja, das hatten wir eigentlich schon. Legt mal. Littmars Augen weiten sich. Mit plötzlicher Vitalität schießt er nach vorne und packt dich am Arm. Ja, das kennen wir doch alles schon. Hier, nimm das. Ich habe nur wenig Reichtümer. Ah ja, ich krieg nicht nochmal was. Pass auf dich auf, mein Freund. Okay. Es hat halt keiner eine Heilenfähigkeit. Das könnte ich Edda kurz aufputschen. Ist die Frage, versuchen wir es einfach so oder gehen wir schnell nach Goldtal rasten? Gehen wir nach Goldtal schnell rasten. Ich will mal sehen, ob sich irgendwas auch darauf, ob sich es irgendwie darauf ausgewirkt hat, dass Redrick jetzt fort ist. So. Oh. Die sind nicht böse. Egal, wer auf dem Thron sitzt, wir werden unsere Pflicht erfüllen. Das ist gut zu wissen. Ja. Na dann. Also, dann dachtest du also, Kolsk wäre nicht nachtragend? Von der Beseelerin im Verlies komme ich Gänsehaut. Ja, ich denke nicht, dass Kolks nachtragend ist. Er ist halt froh, dass Redrick jetzt weg ist. Also nach Goldtal. Und ja, die Reisezeit ist gut, weil da kann ich meine Burg weiter ausbauen. Besser ausgebaute Burg bedeutet mehr Geld, mehr Sicherheit. Oh, und wir haben langsam müde Leute. Okay. Das ist noch so eine Sache.
So, was haben die wichtigsten Personen hier darüber zu sagen, dass jetzt Kolzk an der Macht ist? Ich hoffe mal, jetzt verändern sie auch den Baum. Und hängen die Toten ab. So, ein Wächter, ist egal. Well met, friend. Ich würde gerne mal deine Waren sehen.